Du stirbst natürlich, du kleines Knöppel. So, gut. Ja, und dann haben wir die Brücke auch passiert. Das ist natürlich äußerst schön, das gefällt mir ganz gut. Moment. Bevor wir in diesen düsteren Wald reingehen, gehen wir mal außen rum und gucken mal, wo wir hier hinkommen. Ein Steg. Da kann man gar nichts machen. Okay. Ja, dann müssen wir wohl oder übel doch in diesen düsteren Wald rein. Rein da. Wie hieß der jetzt? Moment. Spukwald. Oh Gott. Sind die Monster? Von diesem Ort bekomme ich eine Gänsehaut. Hier würde ich meinen Urlaub nicht verbringen wollen. Wir nennen ihn den Spukwald. Spuk? Ich hasse Geister. Wisst ihr denn nicht, dass es keine Geister gibt, Fräulein Fina? Habt ihr das gehört? Cloud, beschütze mich. Solid Snail beschützt uns natürlich. Oh mein Gott, das sind ja wirklich Geister. Okay. Das sind Super Mario Geister. Ja, ihr seid ja nicht willkommen. Meister Yatai hat uns befohlen, euch nicht durchzulassen. Kehrt um oder sterbt. Ja, das ist okay. Ich mach das schon. Lasst uns umkehren, ja? Es gibt bestimmt noch einen anderen Weg zum Lager meines Vaters. Hoffe ich jedenfalls. Das gibt's doch nicht. Zum einen sahen diese Geister nicht so schwierig aus. Und außerdem haben Cloud und ich es echt eilig, nach Hause zu kommen. Könnt ihr mir folgen, Cloud? Sollen wir fortfahren? Ja, komm. Natürlich fahren wir fort. Also, in dem Fall, ja, nach euch. Okay. Ich glaube, wir haben seine Schwachstelle gerade gefunden, Cloud. Ja, komm. Oh. Bedrohliche Musik. Moment, diesen Felsen da drüben, den können wir natürlich... Huch! Ja, das war jetzt ein Versehen, das wollte ich gar nicht. Boah, diese Musik! Wow, oh mein Gott, da entsteigen Zombies aus, ja, wie aus Erdlöchern. Aber die töten wir natürlich ganz schnell. Hey, 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 hey! Und Zombie töten, wunderbar. Was bist du? Oh! Alter, ein paar Mal, der Sound hängt ein paar Mal ein bisschen. Das macht mir echt leichtes Sorgen. Wie, und ach so, das waren Büsche. Oder kann ich da andere Dinge auch zerstören? Ich check das nicht. Nö, das waren Büsche, okay. Du. Wo sind Gegner? Da. Merkt ihr das? Ich habe echt Angst, dass das Spiel abschmiert. Das braucht so viel Performance, dass das wahrscheinlich gleich mal abschmiert. Naja, gut, wird wohl nicht passieren. Oh nein, ein weiterer Zombie. Oh, der ist gar nicht kaputt geworden vom einmal runterhauen. Okay. Na gut. Aber ist eine rockige Musik hier? Also rockig vielleicht nicht, aber fetzig. Yay, fetzige Musik. Und speichern. Woo. Wir töten alle Gegner ganz, ganz schnell und unheilvoll. Was ist das denn gerade? Oh, huh. Auf gar keinen Fall werdet ihr von hier verschwinden. Oh. Doch, ich vermute mal, dass der Geist mir wehtun könnte, theoretisch. Gerüst! Wie jetzt? Was ist mit dir? Ah, okay, jetzt kann ich ihn wehtun. Yay, und wir haben ihn getötet. Haha, tut mir leid, Geist, wir waren wohl stärker als du. Haha, ganz viele Blobs. Nein, hab ich treffen lassen. Zum Glück habe ich den Gürtel, weil ich glaube, der schützt mich schon ziemlich gut. Ich kann es ja nicht einschätzen, aber ich glaube, der schützt mich schon ziemlich gut. Ich sag's nochmal, ich glaube, der schützt mich ja, ja. Genau, schon ziemlich gut. Ne? So, und über die Brücke. Ah, weitere Geister. Oh, ein Zombie. Kann ich die Flammen hier? So eine Idee. Zack. Ja, okay, selber Spaß erneut. Moment. Das ist nicht. Also vorhin war der Spaß lustiger, muss ich sagen. Aber da hat mich der Geist nicht so oft getroffen. Ich muss echt aufpassen. Wenn der Geist nicht transparent ist, dann kann er mich treffen. So. Gut. Jetzt ist er tot. Spaß. Uiuiui, meine Energie schwindet. Und hier ist ein weiterer Zombie. Jetzt wäre es gut, wenn wir mal wieder ein Level up behalten. So, ich gucke zuerst nach links, würde ich sagen. Ja, weil da ist... Ah, das ist ein Geheimweg. Oh, hallo Zombie. Wow. Oh, oh.
Wo? Wo? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt etwas blöd. Wahrscheinlich muss ich hier rüber, oder? Oben ist eine seltsame Wolke. Okay, hier nach unten. Kann das sein? Ja, das sieht gut aus. Man. Wow. Flammen von unten. So, und hier schnell rüber. Oh nein, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass hier wirklich... Alter. Ist hier wirklich ein Geist? Was kommt? Damit hätte ich nicht gerechnet. Gut, das war ein Experience Point Kügelchen. Ach toll, und ich kann hier nicht durch. Okay, super. Gut, dann muss ich wohl oder übel hier irgendwo durch. Moment. Ich will diese Kiste. Ich will die Kiste. Aber ich kann hier nicht durch. Wo kann ich da dann bitte durch? Moment. Okay, das hat nichts gebracht. Vielleicht hier, dass wir diesen Grabstein hier so mal schnell hauen. Hier, Grabstein hauen und ka-ching. Ja, dann werden wir wohl doch hier irgendwo nach unten müssen. Hier vielleicht. Da nach unten? Ja, sieht. Nein, sieht nicht an. Hä? Alter. Ich will diese Kiste haben, verdammt. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, sag ich doch. Alter. Yay, grüne Pampe! Wo ich immer noch nicht weiß, wofür die gut ist. Aber wahrscheinlich können wir hier irgendwann mal ein Lebenselixier so draus brauen. Würde ich jetzt grob geschätzt sagen. Oh mein Gott, da ist ein Gegner. Alter. Den habe ich nicht gesehen. Das war jetzt echt fies. Okay. Also meine Energie sieht jetzt nicht mehr so prickelnd aus. Ich hoffe, ich finde irgendwo auf die Schnelle einen Speicherpunkt oder Herz. Herz ist in Ordnung. Okay, da kommt ein Zombie raus. Hallo Zombie. Warte, die Büsche, ich sehe hier die Büsche nicht. Ja, Gott sei Dank, Speicherpunkt. Speichern, hey. Was ist das? Waldrand wollen wir noch nicht. Wir gehen zuerst hier nach unten. Weil ich kann ja sowieso noch nicht raus, weil haben ja die Geister gesagt, ich darf nicht raus, ne? Ich hoffe, ich bekomme... Oh nein. Zombies, sie wollen mich alle töten. Doch, ich habe ein Schwert und werde sie sofort töten. Also ich versuche es zumindest. Gut. Jetzt wäre es dann gut, wenn ich mal wieder im Level steigen würde. Nur so als Seitenanekdote. So. Du stirbst bitte, danke. Ah, und da ist wieder ein großer Friedhof mit ganz vielen... Lebern. Ach ja. Dann ich vermute mal, wenn ich hier dagegen schlage. Was? Ah ja. Hey! Nö. Machen wir es so. Ich habe ja Angst, wenn ich das mache, dass da dann ganz viele böse Gegner kommen. Hey! Nö. Okay, wir müssen uns hier hinstellen. Heieiei. Wir schlagen gegen die Gräber, weil es uns gefällt. So. Ja. Ja. Oh. Oh, nein, Angst. Oh je, Alter, nein. Boah, das ist böse. Boah, ich werde von allen Seiten angegriffen. Vor allem dieser Geist. Der macht mir echt Sorgen. Huch, Level Up. Na Gott sei Dank, und beim Level Up, das merke ich jetzt, dass beim Level Up steigt, wird meine Energie wieder voll aufgefüllt. Das ist ja praktisch. Der war ja richtig böse jetzt, der Geist. Gott sei Dank. So, wir haben den Geist besiegt. Wunderbar. Ich glaube, ich muss, wie gesagt, ohnehin alle Geister besiegen. Weil sonst komme ich wahrscheinlich nicht aus dem Wald raus. Haben die zumindest am Anfang gesagt. Und ich glaube denen, was die sagen. Aber das ist ja richtig gemein, weil die schießen einmal gerade und dann wieder diagonal. Und da muss man immer aufpassen, wo die gerade geschossen haben. Damit man weiß, wie man sie angreifen kann, diese seltsamen Pflanzendinger da. So, gut. Aber es sind natürlich keine Gegner für mich. Denn ich bin es gewohnt, seltsame Gegner zu töten. Das kann ich mehr oder weniger machen. Oh, guck mal, ein weiteres Grab. Hey, und ein weiterer Geist. Ja, war schnell. Das ist schön. So. Oh mein Gott, lauter Schleime. Sehr gefährlich. Eine sehr gefährliche und schleimige Angelegenheit, diese Schleime. Ah, da unten war dieser... Ah, stimmt, da war dieser Eingang, wer sich erinnert. Aber Moment, ja, da... Oh, ein Speicherpunkt, cool. Tada! Hallo? Ah, ich kann mit dem sprechen.
Ihr seid also die Eindringlinge, die sich in meinen Wald gewagt haben. Dieser Wald gehört dem König von Dämonia, nicht dir. Auch wenn er in der Nähe des Kaiserreichs liegt, ist er unser Revier. Menschen, Dämonen, ihr seid doch alle gleich. Sich wegen einer Linie auf einer Karte umzubringen. Nun, das hier ist mein Wald. Ja, weil ich und meine Geisterfreunde hier leben. Hey, diese Geister sind eure Freunde? Aber ja, doch. Sie unterhalten mich, wann immer mir danach ist. Das hört sich eher nach Dienern als nach echten Freunden an. Echte Freunde? Was wisst ihr denn schon davon, Menschen? Wenn ihr Menschen euch für so etwas Besonderes haltet, dann findet meine Geister. Ihr werdet nicht durch diesen Wald kommen, ohne sie zu schnappen. Ihr müsst noch einen weiteren finden. Der arme Hüter, er weiß gar nicht, was es heißt, Freunde zu haben. Ich muss sagen, dieser Ort behagt mir gar nicht. Okay, dann haben wir jetzt wirklich einen verpasst, wie es aussieht. Gut, dann ist jetzt die Frage. Hier rechts haben wir jetzt einen netten Counter, sehe ich gerade. Den gucken wir doch mal da Richtung Waldrand. Ja, weil vielleicht ist der wirkliche Geist, ne? So, ein weiterer Speicherpunkt. Juhu. Wow, okay. Zelda, schön, guck mal. Okay, also hier kommen wir nicht raus. Okay, schade. Ja, dann gehen wir eben wieder nach unten. Gut, also wir haben einen Geist müssen wir noch holen. Wo wird der wohl sein? Aber ich habe schon eine kleine Vermutung, weil, wie gesagt, wir haben ja diesen kleinen Tunnel da freigelegt, versehentlich zu Beginn. Ja. Und vielleicht kann man hier durch? Hier? Ja, da kann man durch. Ich wusste es. Und da ist... Oh. Moment. Okay. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier in diesen Gang rein und müssen wir das Wasser ablassen, dass wir da rein können und diesen tollen Grabstein hier auch mal anditschen. Jo, ein Speicherpunkt. Hey, jo, Speicherpunkt. Ja, es sieht fast so aus, weil hier sind Rädchen. Hey, stirb. Alles kurz, bitte. Hui. Hui. Wir laufen zuerst hier mal. Oh mein Gott. Alter, mach das nie wieder. Eine Kiste. Die ist natürlich sehr praktisch und wichtig auch. Und wir kommen hier. Toll, danke. Danke, liebe Kiste. Dann gehen wir doch nach unten. Huch. Doch nach unten. Okay. Hopp. Das war knapp. So, wahrscheinlich ist hier jetzt irgendwo ein Stoppel, ja, der diesen See über uns ausleert. Moment, kommen wir da? Nö. Aber komm, das geht. Das muss sich ausgehen. Ich probiere es nochmal. Das muss sich... Ja, das geht sich aus. Bringt mir nur nichts. Juhu, ich liebe dieses Spiel. Ja, doch, ich liebe es schon. Es ist wirklich ein cooles Spiel. Das war versehen. Autsch, das war nicht, dass ich da überall dran knall, das ist natürlich alles ein Versehen, ist ganz klar. So, da komme ich so nicht hoch, da muss ich warten, bis das Ding weg ist. Wobei ich glaube, diese Stacheldinger. Alter. Diese Stacheldinger kann ich vielleicht so zerstören? Das war jetzt klug, lieber Emos. Das war. Okay. Huch! Hoch da! Hoch da! Also hier, hoch da! So, zerstören. Zack. Und oh. Blub, blub, blub. Ja, und das Wasser fließt jetzt rein und oh, sieh an. Der Wasserspiegel ersteigt. Interessant, interessant. Wie ich es prophezeit habe. Und dieses Geräusch, habt ihr das? Ich will raus. Okay. Das war jetzt voll Zelda abgekupfert, das Geräusch. Das ist Copyright Protected von Nintendo. Liebe Leute, das könnt ihr nicht machen. Gut, können sie natürlich schon, solange sie keine Beschwerden von Nintendo kriegen. Und ich glaube, Nintendo ist das weit loyal. Also loyal, sondern, sagen wir mal, nicht loyal, sondern nachsichtig, dass sie das da ein Auge vielleicht zudrücken. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Oh, eine Spinnenwebe! Hey! Schön. Kann ich nur nichts machen. Ja, man muss sagen, man hat schon schönere Schwimmmechaniken gesehen. Bei manch anderen Spielen muss man fairerweise dazu sagen, aber naja. So, zack, 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 zack. Hier wird's lustig, jetzt müssen wir hier nach oben. La 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 la. Habt ihr's hier, habt ihr's an? Ich schau hier rüber. Weil da an diese Kiste kam man ja vorhin nicht dran. Öffnen und was erhalten wir? Eine weitere grüne Pampe, was wir damit auch immer machen können. Aber irgendwas Tolles werden wir sicher machen können. So, das war jetzt blöd, aber naja. So, einmal schön Luft holen und weiter geht's. So, und
aus da und das Wasser ist abgelassen. Das ist schön. Ah, und sieh an, jetzt können wir das Grab anquetschen. Ein weiterer Geist, den wir gleich besiegen können. Das ist schön. Ohne lange herumwarten zu müssen und ohne Umschweife können wir den besiegen. Super, und wir haben alle Geister besiegt. Bedeutet, wir kehren jetzt nochmal zu unserem Freund. Oh mein Gott, die Gegner sind wieder da. Schön. Also was ich sagen wollte, wir kehren nochmal zu unserem Freund zurück und werden mal gucken, was der jetzt uns sagt. Dass wir halt einfach seine Geisterfreunde alle getötet haben. Wir nennen uns wahrscheinlich den Weg durch den Wald. So irgendwie links, rechts, rundherum oder so. Das sollte sich schon richtig hindrehen. So. Wir speichern natürlich sicherheitshalber. Wenn ihr Menschen euch für so etwas Besonderes haltet, dann findet meine Geister. Ihr werdet nicht durch diesen Wald kommen, ohne sie zu schnappen. Was? Ihr habt alle meine Geister gefunden? Ja, dann dürft ihr wie versprochen den Wald verlassen. Aber mit wem soll ich denn jetzt spielen? Verschwindet und kommt nie wieder. Er ist jetzt ganz alleine hier. Ich würde das nicht aushalten. Setzen wir unsere Reise fort, Solitznail. Bis zum Lager meines Vaters ist es nicht mehr weit. Ein echter Freund. Geht jetzt und kommt nie wieder. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich kann mir das nicht vorstellen. Er wird uns wahrscheinlich jetzt irgendwo verfolgen. Ich bin mir da sowas von sicher. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so einfach geht. Das glaube ich nicht. Nee. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Boah, also das sind wirklich nervige Gegner. Das gibt's ja nicht. So, lass mich lieber stehen. Huh, oh, Zombie. Damit habe ich jetzt nicht gedacht. So, komm. Zombie, stirb. Stirb, danke. Du stirb auch, danke. Hopp, 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 hopp. Alter, Schleime und Zombies und Zeug zu viel. Ich Reizüberflutung, Hilfe. Ich komme nicht mehr zurück. So, euch ich auch noch und dich sowieso. Sehr schön. So, wir speichern nochmal, natürlich. Und wir gehen nach, also eventuell nach draußen. Ah, das geht ja wirklich. Kommen wir hier wohin? Nö. Kommen wir hier wohin? Ah, sieh an. Eine Kiste mit einem Geheimnis. Oricon-Erz, yay! Oricon-Erz ist immer super, weil da können wir unsere Waffen und Rüstungen aufrüsten. Das finde ich gut. Beziehungsweise Rüstungen basteln und eine Waffe wahrscheinlich aufrüsten. So, Spukwald. Wir haben den Spukwald verlassen. Lage der Dämonen. Seht her! Menschen! Wie haben sie unsere Lage gefunden? Bloß ergreift sie, sie dürfen uns nicht entkommen. Oh mein Gott, nein, wartet. Wartet. Fürst Emos? Ihr seid am Leben. Nachdem ihr von den Zauberern ergriffen wurde, dachte der König, er wäre für immer verloren. Diese Menschen haben mir bei der Flucht aus Genua geholfen. Sie sind meine Gäste. Seht zu, dass ihnen nichts zustimmt. Menschen haben euch geholfen? Oh ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Bringt mich zu meinem Vater. Ich muss sofort mit ihm sprechen und sag meinem Sohn, dass ich wieder da bin. Ja, Fürst Emos. Fürst Emos? Ich werde alles später erklären, doch jetzt muss ich meinen Vater sehen, bevor es zu spät ist. Habt nochmals Dank für eure Hilfe. Ja, ob wir da jetzt nicht was angestellt haben, ist natürlich eine andere Frage. Gehen wir da jetzt raus? Gut. Ja, und ich werde eine kurze Pause machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich, Leute. Tschüss. So, und so schnell sind wir schon wieder zurück hier bei Evoland Nummer 2. Und ich merke gerade, auf meinem Voice ist ziemlich laut. Warum? Komisch. Ja, und wir sind hier im Dorf. Seid ihr denn ein Spion? Wir sind hier im Dorf von Emos, ja. Und werden uns hier jetzt mal ein bisschen umsehen. Ich weiß nicht mehr, was letztes war. Es ist schon eine Zeit her, also ein Zeitchen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. 3 Tage oder so. Habe ich mir nicht mehr gemerkt. Naja. Kann passieren. So, hier kann ich nicht rein. Aber wir werden mal gucken, dass wir mit allen möglichen Leuten hier sprechen. Zum Beispiel mit dem Menschen im Lager des Dämonenkönigs. Ha, was es nicht alles gibt. Greif bloß nichts an, ja? Ah, hier ist er. Vater, ich bin zurückgekehrt. Emos, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte euch verloren. Als die kaiserlichen Soldaten sich mit den Zaubern zusammenschlossen und uns trotz der 10 Jahre währenden Waffenruhe wie aus dem Nichts angriffen, euer Eingreifen ermöglichte uns die Flucht. Dankeschön. Das war doch nicht meine Pflicht. Also, es war doch meine Pflicht als General des, der Armee unseres Volkes. Ich musste euch beschützen.
habt in der Tat eure Pflicht getan. Die derzeitige Lage ist aber leider düster. Nach dem Überraschungsangriff der kaiserlichen Truppen waren wir von der restlichen Armee abgeschnitten. Ich versuche, von hier aus unsere Streitkräfte zu sammeln, doch wir liegen weit zurück. Die Macht der Zauberer ist zu groß. Vater, wir müssen kämpfen. Ich weiß, aber alles hat schlecht angefangen. Ja, ich fürchte, sie werden Dämonia angreifen, bevor wir hingelangen und es verteidigen können. Nach Jahrhunderten des Zusammenlebens scheinen die Menschen nun beschlossen zu haben, uns zu vernichten. Das dürfen wir nicht zulassen. Und nicht alle Menschen sind böse. Das habe ich während meines, Aufenthalts in Genua gelernt. Es freut mich, dass ihr in finsteren Zeiten wie diese Freundschaften geschlossen habt. Seltsamer Satz. Euer Bruder wäre stolz auf euch. Es gibt ja noch etwas, Vater. Das Kaiserreich, sie haben etwas gebaut, das sie die Waffe nennen. Ich konnte ihre Energiequelle noch nicht identifizieren. Doch ihre Macht ist, beängstigend. Wenn sie sich jemals gegen uns einsetzen, die Waffe also, ja, verschwindet unser gesamtes Königreich von der Karte. Ich habe Geschichten über diese Waffe gehört. Doch hätte ich nicht gedacht, wenn es stimmt, was sie sagt, müssen wir sie davon abhalten, sie zu benutzen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Leute sterben. Vater! Papa! Ach, guck mal, hat er... Papa! Ihr seid wieder da! Ich wusste doch, dass ihr noch am Leben seid! Reno, mein Sohn, verzeih mir, mein Fortgang hat dir bestimmt großen Kummer bereitet. Doch überhaupt nicht! Ich hab noch nicht mal geweint! Ich war so froh, dass ich mal alleine war. Ich durfte alles tun, was ich will. Und ich wusste natürlich, dass mein Papa der Stärkste von allen ist. Hahaha, stimmt. Dein Vater ist tatsächlich sehr stark. Haha, er hat all die bösen Menschen getötet und ist nach Hause zurückgekehrt. Jawohl! Das stimmt so nicht. Sind diese Menschen eure Gefangenen, Papa? Nein, das sind nette Menschen. Ich würde sogar so weit gehen, sie meine Freunde zu nennen. Nette Menschen? Aber es gibt doch keine netten Menschen. Ahaha, du wirst schon noch sehen, wenn du groß bist. Ich hoffe, du wirst auch eines Tages Menschen als Freunde haben. Niemals! Und da haut der kleine Spoppel wieder ab, also dem passt es scheinbar nicht, dass wir befreundet sind. Fräulein Fina, Solid Snail, verzeiht mir. Es ist, er ist noch klein und hält alle Menschen für Feinde. Ich verstehe. Aber wenn alle Kinder der Menschen und der Dämonen an die Mythen glauben, kann es jemals Frieden zwischen unseren beiden Völkern geben? Ich glaube ja nicht. Um ein Haar hätte ich es vergessen. Ihr seid nicht hier, um euch diese Geschichten anzuhören. Ich werde euch zum Magelliten bringen. Er steht im Norden des Feldlagers, auf der Klippe. Er hat meine Frage nicht beantwortet. Ja, war wohl Absicht, ne? Fina.